Hallo, wir sind wieder von Genu, Ute und Nicole. Heute haben wir ein Upcycling-Projekt und zwar zeigen wir euch heute, wie man aus Tetra-Packs so tolle Boxen näht. Ich habe mir jetzt hier mal 6 Tetra-Packs vorbereitet. Wie ihr seht, ist das von der Milch. Und hier ist ja immer so eine Naht, da habe ich es aufgeschnitten, oben und unten abgeschnitten und habe dann diese Naht komplett rausgeschnitten, also dass dieser Teil komplett weg ist, weil es könnte ein bisschen schwierig sein, da drüber zu nähen. Wir nähen jetzt erstmal den Rand hier außen rum und da müssen wir ein bisschen auf die Ecken achten, damit wir die gut auf den Boden kriegen. Okay. Bei mir ist es jetzt so, dass ein Tetrapack aufgeschnitten eine Seite ist. Man kann aber auch mehrere übereinander legen. Dann würde ich es nicht so knapp übereinander legen, sondern vielleicht schon so einen Bereich von 5 cm und würde das einmal hier abnähen und dann nochmal am Ende. Für den Rand lasse ich unten eben wegen der Ecke 2 cm etwa frei und nähe dann ganz hoch. Genäht wird mit einem Allesnäherfaden von Güdermann und ich habe hier eine Jeansnadel reingemacht, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Es wird am Anfang und am Ende vernäht, ganz normal, und es ist auch eine Stichlänge, ganz normal Geradstich, 2,5 Stichlänge. Die erste Naht ist fertig und ihr seht, hier unten haben wir das freigelassen. Jetzt die nächste Naht genauso und immer von rechts, weil Wenden ist unmöglich bei dem Material. Stecken mit den Stecknadeln ist auch unmöglich, deswegen arbeite ich hier mit Wonder Clips. Ich habe jetzt 4 Teile aneinander genäht und bevor wir den Kreis schließen, biege ich hier unten in dem Bereich, in dem wir das offen gelassen haben, die Kante um. Es geht jetzt noch viel leichter, wie wenn dann wir einen Kreis haben oder das Viereck geschlossen ist. Jetzt schließe ich die letzte Kante eben wieder bis 2 cm vor Ende. Jetzt brauchen wir noch einen Boden, der da genau drauf passt. Eine Länge passt ja automatisch, weil die ja schon vorgegeben ist durch die Seite. Aber ist jetzt hier zu kurz, deswegen kommt noch so ein Boden da drauf. Gut abmessen und dann hier zweimal zusammennähen. Einmal an der Kante und einmal, ich wende mal kurz, an der Kante. Nichts abschneiden, das gibt alles zusätzliche Stabilität. Gut gemessen ist hier halb genäht. Hier nochmal die Naht und hier. Ich habe das jetzt schon mal das Oberteil auf den Boden geklipst und nähe jetzt hier an dieser Kante entlang. Ich klappe das jetzt so ein bisschen ein, damit ich Platz habe zum Nähen. Und ich habe den Reißverschlussfuß reingemacht. Das gibt mir auch noch zusätzlichen Spielraum, weil der ja nicht so breit ist. Ihr habt jetzt wirklich eine stabile Box und damit es auch noch ein bisschen schön aussieht, könnt ihr die Kanten hier am Ende noch ein bisschen nachschneiden. Eventuell auch vielleicht mit dem Rollschneider. Ja, wir haben jetzt hier das einmal aus Milchpackungen, das gibt dann diese kleineren Boxen, und einmal von dem HSC 1,5 Liter, das gibt dann diese großen Boxen. Diese Boxen sind ideal, wenn man innerhalb eines Schranks etwas verstauen möchte oder vielleicht auch im Keller. Oder Ute zieht jetzt demnächst um und hat schon gesagt, sie möchte da ihre Nähsachen reinsortieren, damit man schön transportieren kann. Ja, da kann man es einfach von einem Regal ins andere. Und wir sind ja auch ein bisschen so, dass wir uns sagen, nicht immer noch mehr Plastik kaufen. Das wird am Ende wieder weggeworfen und dann liegt es wieder, was weiß ich, eine Trillion Jahre irgendwo rum oder sowas. Also deswegen lieber Müll verwerten, es kostet ja auch nichts, also außer den Faden, und ist eine tolle Sache. Wenn euch das Projekt gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Ihr dürft uns gerne hier auf YouTube abonnieren, gerne auch die Glocke läuten, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Oder schaut mal bei uns auf dem Blog vorbei, die unter euch, die gerne nähen, die können sich dort im Newsletter eintragen und bekommen dann 12 gratis Schnittmuster von uns. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit. Tschüss!